Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Und zwar sind wir mittlerweile Folge 32, wenn ich. Doch, ich meine 32. So, wir können jetzt weitermachen hier mit den Skeletten. Und auf dem Weg durch die Skelette können wir nämlich die tolle Quest abgeben. Ist doch, oder? Das ist das, ne? Hier. Der Einsiedler. Jetzt haben wir schon wieder irgendwas im Popo. Muss mal Ding ausmachen, rudeln. Leuer aus, okay. Hey, alles gut, alles gut. So. Man sieht ja kaum hier was. Nebelig, nebelig, nebelig. Müssen gucken, dass wir die weißen Skelette killen. Die Scheuerlage. Das ist doch toll. Was haben wir denn da bekommen? Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Da ist Beweglichkeit drauf. Sehr gut, sehr gut. So, ich habe noch weiter ein bisschen mit dem Mikro experimentiert. Ich hoffe, es funktioniert gut. Weil ich mir das wünsche. Oh, toll. Jetzt ist mein Tasche voll. Was haben wir denn da? Fangt dann, okay, das brauchen wir auch. Das ist ja jetzt toll. Ja. Schon letztens die Taschen leer gemacht. Gut, schmeißen wir das weg. So, cool, Fangzahn. Na gut, beim Grummeln könnte ich mir das gut vorstellen mit den Zähnen, ne? Aber wie gesagt, bei anderen Tieren, die dann keine Zähne haben. Puh, Mann, Mann, Mann. Holen wir uns erst die weißen Skelette noch. Da sieht aus, als wenn es nur Kohle gibt. Kohle, Kohle, Kohle. Ich glaube, Kohle heißt. Kohle. Man weiß es nicht. Auch durchkämpfen, ne? Ich habe eigentlich gedacht, Rückzug ist dann schimpft er nein, aber das will er anscheinend nicht. Nein, verdammt, die wollte ich eigentlich nicht. Ja gut, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn an der Backe und wir sind 30. Sehr schön, können wir wieder ein Pünktchen verteilen. Den letzten Punkt auf Wildheit. Mana, 1000 Mana haben wir. Damals war es Fokus. Damals sage ich schon, heute ist es Fokus. Aber wenn ich richtig im Kopf habe, damals war das so geplant, in der, ich glaube in der Alpha oder der Beta war das. Von Classic. Da hatte der Jäger auch schon Fokus, aber das hat wohl nicht so funktioniert, wie es sollte. Und dann sind sie umgestiegen auf Mana. Ich meine, so war das. Damals. Mittlerweile. Alles umgestellt auf Fokus. Ich weiß gar nicht, wann kam der Wechsel? Puh. Ich glaube damals mit Cutter. Sein? Ja, ich glaube mit Cutter kam das.
Wann in mit dem Lich King hatten die noch Mana? Ja. Und dann kam irgendwann die Umstellung, dass der Jäger dann keine Waffen mehr tragen konnte, nur noch sein Gewehr, beziehungsweise Bogen, Armbrust oder so, nur noch Fernkampfsachen. Und der Krieger, der konnte keine Fernkampfwaffen mehr tragen, genauso wie der Schurke nicht. Hier in BC und in WotLK war das, ist es nämlich so, dass man noch Würmer drin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Im BC oder WotLK ist das nämlich noch so, dass Jäger noch Waffen tragen können. Entweder Stab oder Zweihandwaffen. Zwei Einhander oder so. Und der Krieger und Schurke auch noch Gewehr und Armbrust und so, also Fernkampfwaffen tragen kann. Weil das wurde nämlich dann geändert. Die Spinne mag mir auch nicht. Ja, ich habe leider keinen Platz für irgendwas. Na gut, da ist jetzt auch nicht wirklich was Tolles drin. Grabstaub. Grabmalstaub, okay. Ich habe auch ein bisschen Staub in der Tasche. Boden. Schreibtisch. Staub. Der lasse sich ungern zu staubchen. Naja gut. Mehr tut da schon gerne. Ich glaube, da gibt es wirklich keinen, der gerne staubt. Denke ich mal. Könnte mich eines Besseren belehren. Gibt da draußen jemand, der ein Staubwischliebhaber ist? Mann, was haben wir denn da? Den müssen wir bestimmt auch immer killen oder so. Jo. So, da ist irgendwelchen kam. Ich fresse. Ah, okay, aus den Verfaulten kamen die Maden raus. Was haben wir da? Die Fangzähne. Ja, und damals dann in WotLK kamen auch die ganzen Untoten wieder auf. Und hier ist ja der Hauptteil des Dämonen. Das heißt, in Katar waren viele Drachen. Dann in Pandaria. Ja, was war da? War der Schar. Die ganzen Leute, die vom Schar vergiftet waren. Aber das ist, weiß gar nicht. Glaube ich, irgendwas, was dann alle angefallen hatte. Leech of Legend wollte ich gerade sagen. Nee, Leech of Legend ist falsch. Draenor. Waren ja dann die Orks. Und in Legion wird es ja dann wieder, oder werden es dann wieder die Dämonen sein. Und danach, man weiß es nicht, was danach kommt. Bis jetzt. Weil so wie ich gehört habe, will Blizzard ja jetzt jedes Jahr eine Erweiterung ausbringen.
Müsste die schon raus sein jetzt? Ich habe aber nichts gehört oder gelesen. Wenn ich ehrlich auch bin, ich habe mich auch gar nicht mehr so wirklich damit beschäftigt. Aber ich meine nichts gesehen auch zu haben. Da sieht man ja irgendwann mal ein bisschen Werbung oder so. War auf jeden Fall noch mit Trainer, dass man Werbung gesehen hatte. Dass jetzt bald das Addon oder draußen oder rauskommt. Aber gesehen habe ich noch nichts dieses Mal. Diesmal habe ich noch nichts gesehen. Ja, theoretisch können wir den ja. Wir will den noch nicht mehr nehmen, weil wir voll sind. Zu ungern das wegschmeißen, aber gut. Bleibt mal noch übrig. Da ist einer. Puh, bin ich hier in der Nähe irgendwo? Ne, leider nicht. Nehmen wir den. Tschui. Ja. Das macht er ja immer noch gerne. Alles mit dem, was geht. Na toll. Ich nehme auch alles mit, was geht. Warum schießt er denn nicht? Ist eine Nahverschrechnung? Hm, was? Passt ihm gerade nicht. So, jetzt noch der Einsiedler abgeben, dann können wir nämlich, ob das so eine gute Idee ist, über den Friedhof zu latschen. Ich habe mich gerade ziemlich unbeliebt hier gemacht. Lieber runter, dann gehen wir ein Stück hoch. Hier sind Katzenaugen im Gebüsch. Ist ja lustig. Friedhofsatmosphäre. Dann haben wir wieder einen Fleischfresser. Ich hatte irgendwie damals im Kopf, dass es viel, viel länger gedauert hat. Aber vielleicht, weil ich da ja. Ne, obwohl, da war ich auch mit dem Jäger hier. Oder? Nee, Quatsch. Das habe ich erst mit der Hexe gemacht. Ja, das ist schon so viel. Ja, ich hatte das Gefühl, das dauert ewig da. Und, Elisabeth. Elisas. Seid gegrüßt. Okay. Die Erde sagt Hallo. Der Einsiedler. Und ich glaube, irgendwann muss man die dann auch da rausholen und to Schönen Tag. nochmal töten. Braucht ihr etwas? Man sieht sich. Die können wir mitnehmen. Müssen ja eh da hinten hin. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Aber nicht über den Friedhof. Oh, haben wir den da entdeckt. Yeah, Epic Tour. Müssen wir wahrscheinlich ganz viel wieder aus unserem Inventar werfen. Gut. Das können wir ja mitnehmen, nur was schmeißen wir weg. Das da. Ups. Wunderbar. Na toll. Versuchen wir jetzt keinen zu pullen. Mission fehlgeschlagen. Schnell weglaufen hier. Ich hoffe, wir schaffen das.
So, damals, ich hatte hier so einen weißen Wolf mir gezähmt. Die sind grau. Ja, doof. Gut, ich bin jetzt 10 Level größer als die. Wenn die nicht grau sein sollten, das wäre schon komisch. Nee, die bringen ja noch nicht mal EP. Also, nee. Nee, nee, nee. Das möchten wir nicht. Mein Freund vergnügt sich wieder mit der Tieres. Schwupp. Um Aspekten. Widerstanden, aber nicht verfehlt, nee, ausgewichen. Wir hatten damals auch einen Krieger, der war Nachtelf. Hatte ich dann überlegt, ob ich dann auch einen Krieger Nachtelf machen soll. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt dann schon einen Krieger Draenei. Der war dann aber schon 85, 85, 80. Schon 80. Ach, die Löchen. Nee. Aber ich hatte auch ein paar Bekannte in WoW. Die haben auch ihre Charakter immer gelöscht, wenn die für irgendwelche Erfolge, hier Gildenerfolge, die waren dann zu zweit und hatten jeweils dann 10 bzw. nachher dann 11 Charakter. Und die haben wirklich, das fand ich immer erstaunlich, die haben dann ihre Popular. Die haben dann immer ihre Charakter gelöscht. Also ich hätte das nicht gemacht. Gut, je nachdem wie groß oder klein die waren, habe ich das auch schon mal gemacht. Aber nee, jemand, wenn die schon 60 hatten oder so, habe ich die nicht gelöscht. Habe ich dann irgendwann mal weitergespielt. Aber nee, da steckt ja dann so viel Arbeit quasi drin. Weil das ist ja teilweise Arbeit gewesen. Das konnte ich nicht. Damals war das ja auch noch aufgeteilt mit den ganzen Erfolgen. Dann fehlten ja dann wieder, hast du dann mit dem irgendwelche Erfolge gemacht, die du mit den anderen nicht gemacht hast. Sei es, weil es irgendwas klassenbezogen war oder so. Und dann, nee, ja doof. So. Nee, ich nehme jetzt nichts mehr hier an. Ich gebe jetzt alles ab, breche den Rest der Quest ab und dann gehen wir in der nächsten Folge in Schlingdantal. Erstmal verkaufen. So. Ja, Verkaufen, das kann man nicht verkaufen. Okay. Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. Was ist denn das? Rüstung. Ach so, ein Schild hat geführt. Genau, da muss man dann zum Mary. Ne, das ist was anderes. Oder? War das das? Das wenn Sven. Runterste mal Waldes. Das ist. Ja gut, so viele sind ja aber nicht mehr. Jo, so. Okay, automatisch gekommen. Das finde ich auch toll.
Los, Trommeln. Aber wir können noch die Post verschicken. Zu der guten Hex. Freut sich. Noch was, noch was. Nö. Das können wir gleich noch verkaufen. Mal mitschicken, brauchen wir eh nicht so wirklich. So. Grüße. Verkaufen wir. Jo, jo, jo. Was haben wir hier noch? Da ist nichts Besonderes. So, können wir schon irgendwas basteln? Ups. Eine Buchse, die gar nicht mehr so schlecht wäre. Geschmeidiger, leichter Balk. Geschmeidiger, leichter Balk. Salz brauchen wir dazu wieder. Der Salz. Ah, der hat kein Salz. Hm. Ich schaue mich um. Mache ich Parfüm. Parfüm hat er, ja. Aber. Ist noch. Bald kommt der. Ja. Das ist eine feste Liebe. Ah, ich habe keine Ahnung gerade. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.